heute mal eine etwas andere Runde. Und zwar eine Überlandfahrt. Das ist ja nicht so untypisch bei mir, aber heute mal mit unserer Vespa. Ist so ein 50 Kubikroller von 94. Macht auch Spaß damit, entspannt hier über Land zu fahren. Der Grund, warum ich nicht mit dem Rad fahre bei diesem wunderschönen Wetter, ist einfach, dass ich Knieprobleme habe und es zurzeit nicht richtig belasten kann. Aber bei dem Wetter wollte ich mir halt auch nicht entgehen lassen, irgendwie rauszukommen. Und deswegen wird es heute mal eine etwas andere Runde. Mal schauen, was sich alles so ergibt unterwegs. Und wenn ihr da Lust zu habt, bleibt einfach dran. Und so sieht's aus, wenn ich dann fahre. Ist doch mal was anderes. Mal sehen, wie das von den Windgeräuschen wird. Das ist das Schöne, wenn man im Überland fährt. Man hat auch was hier von den ganzen Höfen. Hier jetzt zum Beispiel so eine kleine Pferdewiese. Man sieht auch noch so die klassischen Fahrzeuge aus der Landwirtschaft. Nicht nur diese Riesentrecker, sondern auch mal kleinere. Hier sind auch über die Felder geritten. So kann es gehen, wenn man spontan unterwegs ist und das ein oder andere Schild missachtet. Aber ich fahre jetzt hier rein Richtung Westenholz. Da gibt es auch die ein oder andere schöne Ecke. Jetzt gibt es kurz eine Getränkepause und dann geht's weiter. Und hier sind ein paar Gänse zu sehen. Jetzt dreht der Roller gerade leider ein bisschen hoch, deswegen gibt es wahrscheinlich arg üble Nebengeräusche. Aber das ist manchmal so. Jetzt bin ich hier Höhe Westenholz und da gibt es eine Swingolf-Anlage. Und der Rasen hier ist nicht typisch Golfrasen, sondern das ist eher sowas fürs Gröbere. Sieht gut aus. Das ist jetzt der Ortskern von Westenholz. Schöne kleine Kirche hier. Von dieser Seite natürlich noch mal schöner zu sehen. Ich bin jetzt hier in Paderborn-Sande angekommen und dort kann man Wasserski fahren auf so einem Baggersee. Das ist jetzt nicht der See, den ihr hier gerade seht, sondern genau hinter mir ist der. Aber ich wollte mir jetzt diesen mal anschauen, weil ich den nicht kenne. Und da drüben ist dann dieser See, wo man Wasserski fahren kann. An so einer Leine wird man da gezogen. Das kennt ihr alle, glaube ich. Noch ein kleines Stück weiter auf der anderen Seite ist dann der Lippesee, nennt er sich, glaube ich. Und den zeige ich euch gleich nochmal. Der ein oder andere wird den kennen, weil ich da schon mit dem Fahrrad mal hingefahren bin. So, und hier, wie versprochen, der Lippesee. Aber viel schöner finde ich es an der Lippe selber hier. Wie ihr sehen könnt, glasklares, fließendes Wasser. Na, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich hier nicht wegrutsche. So. Das ist doch klasse. Jetzt stehe ich hier an so einem Sonnenblumenfeld, nachdem ich aus Delbrück raus bin. Da ist heute so ein Volksfest, Katharinenmarkt heißt das, glaube ich. Und das totale Chaos, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Wollte ich mir erst anschauen, aber war mir definitiv zu voll. Naja, hier im Hintergrund sieht man schön das Sauerland mit seinen Windrädern nochmal.
Ich zoome das Ganze für euch noch, dass ihr das auch erkennen könnt. Aber ich habe mich entschieden, jetzt dann doch wieder zurückzufahren. Bekomme langsam Hunger und zu Hause schmeckt es ja bekanntlich am besten. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, heute mal etwas anders mit der Vespa. Falls ihr Interesse habt an der Vespa und davon auch mal ein separates Video haben wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch gut. Und somit würde ich sagen, macht's gut, euer Markus.